Ja, hallo, ich grüße euch recht herzlich zu On Air Channel. Heute geht es nochmal um eine CO2-Waffe. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, wie ich mir den ersten Eindruck hole, dann bleibt jetzt dabei. Ja, heute soll es nochmal um eine CO2-Waffe gehen, die SIG Sauer P365. Und diese kleine, leichte, kompakte Waffe möchte ich mir heute etwas genauer anschauen. An der Stelle vielen Dank, Thorsten, für die Leihgabe. Ja, wenn ihr Lust habt, den ersten Eindruck mit mir zu teilen, bleibt jetzt dabei, dann schauen wir uns das jetzt näher an. Ja, dann würde ich mal ganz gerne zu den Leistungsdaten kommen und wir schauen uns die Pistole einfach mal ein bisschen genauer an. Also ich habe hier die SIG Sauer P365, eine CO2-Pistole, die sogar über Blowback verfügt. Ja, wenn wir uns die Pistole von außen anschauen, fällt uns auf eine Länge von 14,7 cm, wobei der Lauf ca. 5 bis 6 cm betragen wird. Natürlich nicht gezogen, sondern für BBs, also Stahlrundkugeln im Kaliber 4,5 mm geeignet. Hier oben ist alles soweit metallisch, der untere Teil ist Plaste. Wobei ich sagen muss, die Oberfläche der Plastik ist sehr, sehr angenehm aufgeraut und bietet dadurch eine sehr gute Griffigkeit. Die Visiereinrichtung, die offene, ist feststehend. Also man kann weder am Korn noch an der Kimme etwas verstellen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal drehen, sehen wir die klassischen Bedienelemente. Sicherung, Verschlussfanghebel, den Hebel zum Zerlegen der Waffe und den Magazinauswurfknopf. Wenn ich den jetzt mal drücke, kommt klassischerweise dieses Magazin zum Vorschein. Man kann hier die herkömmlichen 12 Gramm CO2-Kartuschen einsetzen und entsprechend dann vorne die Kugeln einführen, 12 an der Zahl. Wenn das dann bestückt ist, geht alles wieder rein. Und hier unten seht ihr schon, da ist ein 12-Kant und wenn ich den dann betätige, steche ich die Kartusche auch an. Ja, hier unten, ich weiß nicht, ob man es einigermaßen sehen kann, da seht ihr die Markings, die Beschriftung. Da ist einmal hier das FM5-Eck, die Kaliberangabe und hier unterhalb des Laufes nochmal die Warnhinweise. Genau. Die Pistole ist sehr leicht, also im Gegensatz zu der CP88 von Walter, die 1040 Gramm wiegt und aus Vollmetall ist, hat die hier gerade mal 350 Gramm, also ein wirkliches Leichtgewicht. Ja, sehr kompakt, kostet 123 Euro und bin mal gespannt, was sie jetzt gleich so in der Praxis so zu leisten vermag. Der Händler gibt an eine Geschossgeschwindigkeit von 120 Meter pro Sekunde. Ich denke, da können wir auch noch mal schauen, ob das hier im häuslichen Test in der Messung auch so standhält. Ja, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der Messung und mit den Praxistests und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, dann kommen wir mal zum Bestücken der CO2-Kartusche. Dafür nehme ich das Magazin, nehme hier diese Anstechschraube, nehme ich das mal ab und jetzt werde ich die Kartusche so ein bisschen mit dem Silikonöl beträufeln. So, zack, die Anstechschraube wieder drauf. Thank you.
Ja, kommen wir zu einem kleinen Fazit. Sehr kurios bei der Waffe, hier liegen Himmel und Hölle sehr nahe beieinander, denn wir haben einige gute Punkte, auch einige Punkte, die nicht so gut sind. Und hier würde ich mich ganz gerne durcharbeiten. Ich habe mich wie immer mit so ein paar Stichpunkten versorgt und würde mit den positiven Sachen anfangen. Ja, sie ist klein und handlich. Ich habe hier ein Holster von Alpha Precessions und da passt sie wunderbar rein. Ihr habt gesehen, ich kann die zu Hause so tragen und das ist auch praktisch, denn wenn man zur Trefferaufnahme geht, zack, eben die Waffe rein, da ist sie sicher und nah am Mann. Da kann da nichts schief gehen. Natürlich ist das keine Option für das Führen in der Öffentlichkeit, weder offen noch verdeckt. Das ist als CO2-Waffe ja nun mal tabu. Ja, die Waffe an sich, es ist mal sehr interessant, die kleinen Abmaße zu spüren, zu haben. Sonst hat man ja immer die größeren Varianten, wie da oben die CP88. Hier mal wirklich in sehr leicht, sehr kompakt. Trotzdem auch hier, obwohl das hier jetzt alles Plaste ist, diese aufgeraute Oberfläche finde ich sehr angenehm. Auch mit meiner Hand, wo ich ja immer am Meckern bin, dass mir die Griffstücke zu kurz sind, würde ich hier gerne in Kauf nehmen, weil ich kann hier wunderbar den kleinen Finger drunter klemmen und ich würde diesen Tribut zollen, dass sie halt so kompakt ist. Das wäre für mich okay. Ja, ansonsten die CO2-Ausbeute finde ich gut. Die hat 60 bis 70 Schuss. Die macht, was sie soll. Die gibt da Vollgas und drückt auch ziemlich lange raus, bis man am Ende dann doch merkt, okay, jetzt geht nichts mehr. Ja, ansonsten die BBs ist ebenfalls Himmel und Hölle. Einerseits kann man die wunderbar auch mit Magnet wieder einsammeln und kann die dann wieder verwenden und ja, zumindest ein Großteil, die mehr oder weniger verformen die sich ja auch nicht. Und wenn man die so ein bisschen im Kugelfang schonend aufhält, dann kann man die durchaus wiederverwenden. Das ist natürlich toll. Andererseits kommen die natürlich auch mehrfach zurück und man steht auch nicht selten unter Feuer, unter Beschuss, denn die Rückpraller sind schon extrem. Von daher ist auch Schutzbrille auf jeden Fall angesagt. Ja, das war eigentlich schon mal das Positive. Da fällt mir noch ein, der Verschlussfang hat zuverlässig funktioniert. Also ich hatte kein einziges Magazin, wo dann nicht am Ende auch der Verschluss hinten blieb und mir angezeigt hat, jetzt ist aus die Maus, da kommt nichts mehr. Also das hat soweit funktioniert. Ja, das war schon das Positive. Jetzt kommen wir zum Negativen. Ja, das Negative, wo fange ich denn da an? Also sie ist kein Präzisionswunder, das habt ihr gesehen, das brauche ich jetzt auch keinem irgendwie großartig zu erklären. Ist halt eine durch und durch eine Plinkwaffe. Ich kann euch gerne nochmal die Scheiben zeigen, das ist jetzt hier auf 2 Meter. Da sind die Streukreise eigentlich noch sehr nett, eng beieinander und auch deutlich eine geschlossene Treffergruppe zu erkennen. Aber wie gesagt, es sind 2 Meter. Die Geschichte auf 3 Meter, da beginnt die sich schon so ein bisschen auseinander zu ziehen und die Treffer ja, streuen schon mehr. Hier haben wir mal 4 Meter und man sieht schon, hier gibt es einzelne Ausreißer und die ganze Geschichte zieht sich immer weiter auseinander. Ich habe es dann nochmal auf 5 Meter probiert und ihr seht schon, hier liegen schon die Treffer querbeet. Wenn ich dann so ein bisschen korrigiert habe, die Trefferlage, sind es trotzdem noch sehr weit auseinander. Auch aus 3 Meter mal diesen Bierdeckel zu perforieren, hat man auch so einen Streukreis wie hier. Ich denke mal, das wird auch so die Zielgröße sein, die man anpeilen muss. Auch die Distanz wird so bei 3 maximal 3,5, 4 Meter liegen, wenn man damit halt auch vernünftig plinken möchte. Ihr habt gesehen, Power-Test auf die Dose. Eine Dose durch, die zweite Dose angekratzt oder verbeult. Spricht jetzt nicht für die Mega-Power. Die erste geht noch sauber durch. Hier sieht man es, die hat es schön zerlegt. Aber wie gesagt, ist halt nur eine Dose. Gemessen haben wir die Meter pro Sekunde, lag hier bei rund 85 Meter pro Sekunde.
Das ist natürlich deutlich weniger, als der Hersteller bei 120 Meter pro Sekunde angibt. Ich hatte eine frische Kartusche drin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Zumindest gibt sie mehr ab, als es vom Hersteller versprochen wird. Auch die Lautstärke ist relativ laut bei 89 Dezibel. Das ist auf keinen Fall wohnzimmertauglich, denn die rappelt schon ganz schön. An der ist halt auch nicht viel dran. Da ist ein bisschen Plastik, da ist ein bisschen Metall. Und der Gasdruck, der wird vor allem in den ersten Magazinen ziemlich ordentlich abgegeben. Und da rappelt es richtig im Karton. Und ich habe zuerst gedacht, die Waffe sei defekt und da wäre vielleicht eine Dichtung irgendwie kaputt oder undicht, weil die wirklich richtig rausgepfeffert hat. Und also das muss man ja lassen. Das ist ein ganz anderes haptisches Schießerlebnis als zum Beispiel da oben bei der CP88, die ja ein Kilo wiegt, aus Vollmetall ist. Und da merkt man halt die Schüsse eben nicht so stark, als wenn ich hier mit so einer 350 Gramm Waffe schieße. Ja, die starre Visierung tut natürlich Übriges zu der mangelnden Präzision. Da lässt sich also wirklich nichts ausgleichen. Da kann man allenfalls ein bisschen den Deutschschuss verändern. Mehr ist dann auch nicht drin. Ja, powermäßig habe ich schon gesagt, die Cola-Dosen oder die erste wurde durchschossen, die zweite dann nur noch angekratzt. Bierdeckel im Prinzip das gleiche, der erste durch, der zweite Bierdeckel dann nur noch so eine kleine Macke. Und die Hundefutterdose, die etwas dickwandigere Dose, die hat dann wirklich noch nicht mal einen Durchschuss, sondern nur eine kleine Beule bekommen. Ja. Dann zum Schluss hat sich leider, muss ich sagen, auch nochmal gezeigt, dass es einen Materialmangel gibt. Oder ja, wie soll ich sagen, die Anstechschraube hier für die Kartusche. Da gibt die Passung für den Sechskant-Schlüssel, hat hier nachgegeben. Das heißt, wie ihr seht, hier bekommt man die Kartusche nicht mehr aus dem Magazin gedreht, denn der Imbus dreht hier durch. Hier habe ich keine Chance mehr, die Kartusche herauszuschrauben. Das ist sehr, sehr ärgerlich und ich würde wohl behaupten, dass ich sehr vorsichtig auch damit umgegangen bin. Und dass hier solch ein schlechtes Material verwandt wird, das hat mich doch sehr geärgert, zumal es ja auch eine Leihwaffe ist. Ich vermute nicht, dass man hier eine neue Schraube als Einzelteil bekommt. Das heißt, hier werde ich mit einem neuen Magazin in Ersatz gehen müssen. Mehr als ärgerlich und verwundert mich eigentlich, weil das ein Teil ist, was ja durchaus öfters auch benutzt wird. Ja, soweit, so gut. Kommen wir schlussendlich zu dem Fazit. Für wen ist die Waffe was? Würde ich mir die holen? Was kann ich damit machen? Ich würde sie mir nicht holen. Ich sag mal, ihre kompakten Abmaße, diesen Vorteil kann ich nicht ausspielen. Ich kann sie nicht verdeckt führen. Zu Hause im Keller ist mir das mehr oder weniger egal, wie groß die Waffe ist. Sie ist, finde ich, auch relativ teuer. Mit 123 Euro dafür, dass sie halt aus 5 Meter wahrscheinlich keine Cola-Dose trifft. Es ist wirklich ein Spaßgerät für Entfernung zwischen 3 und 4 Meter. Dann auch nur Cola-Dosen, wenn überhaupt. Das würde vielleicht noch funktionieren. Von daher, soweit, so gut. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen unterhalten konnte über diese Waffe. Mich würde natürlich mal interessieren, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem mit dieser Anstechschraube hatte. Das wundert mich doch sehr. Und ob vielleicht andere, die auch diese Pistole haben, andere präzisere Treffer haben. Denn dass sie so aus 5 Meter kaum was trifft, das ist doch sehr verwunderlich. Aber gut, das sind BBs, darf man auch nicht vergessen. Kein gezogener Lauf. Das sind dann wirklich auch nur, ja, ich will nicht sagen Deutschschüsse, aber da ist halt die handgroße Trefferfläche gemeint und damit muss man dann auch gut leben. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle für das Zuschauen und
Wer diese Pistole hat und dazu gerne nochmal seine Erfahrung mir mitteilen möchte, kann das gerne unten in den Kommentaren tun. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.